Damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Assassin's Creed 2. Und wir sind das letzte Mal hier reingedippt in das nächste Secret, in das Geheimnis von Gravaldino. Und das versuchen wir natürlich jetzt, den sein Grab zu finden, das Siegel zu bekommen. Wir akzeptieren die Quest. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier uns erwartet. Wir müssen auf jeden Fall da hoch. Da oben ist irgendwie eine Tür oder irgendwas. Schauen wir mal. Das war, glaube ich, noch der einfache Teil. So, hier haben wir den nächsten Schalter. Oh. Das ist zeitgesteuert. Ich verstehe. Gemacht. Hier würde man wahrscheinlich zurückkommen. Ich check mal kurz die Lage. Hm, nicht ganz, sogar eine Kiste. So, dann heißt hier runter. Das ist jetzt die Frage, wo geht's weiter? Da oben sehe ich auf jeden Fall schon mal was. Das ist ja hier eher ein... Ach, vielleicht da hinten die Wand hoch. Also hier den Schutthaufen hoch. Nee, ist ein Beet. Schade. Aber können wir nicht tauchen? Warte mal, wie ging tauchen? Ach so, war tauchen. Ah, ja. Also ohne Auffälligkeitstaste, das ist beim IRB. Wenn man die nicht drückt, nur A, dann kann man tauchen. Okay. Nein. Okay, hier geht's weiter. Ich hätte gedacht, wir müssen in dem, wo wir gerade waren, in dem Raum. Eine Wache, zwei Wachen, da hinten läuft noch eine. Ja. Zwei Wachen. Oben drei, also vier. Vier Wachen. Okay. So, den snacken wir uns mal. Fünf Wachen sogar angezeigt auf der Map. Okay. Ah, ich dachte, bei dem Schild sehe ich irgendwas, aber ist nur ein Schild. Sicher. Laju, guter Versuch. Er kann uns nicht weglaufen. Schneller, verdammt. Dort ist er. Pack ihn. Ja, ich will die lieber hier drüben fighten. Tempo, ich verliere ihn. Laju, da ist er. Auf ihn.
Okay, das hat jetzt unserem Bekanntheitsgrad nicht gerade positiv Züge abgewonnen, aber gut. Einer ist noch da, eine Wache. Die war oben auf dem Vorsprung, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass der uns da hinten sieht, wenn der da dran vorbeiläuft. Also, dass der uns sieht, wenn wir hier an der Wand hängen, dass der da uns die ganze Zeit sieht. So, da hoch wahrscheinlich, ne? Na, ich will zuerst hier noch die Lage checken. Na, wahrscheinlich müssen wir dann hier die Türen aufmachen. So, der ist hier hinten, okay. Moment, Maledizione, wohin ist der verschwunden? So, damit sollten jetzt alle Wachen weg sein. Dann sollten wir hier ungestört nach oben kommen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich da so hochspringen kann. Ah, da oben. Nee. Da kommen wir nicht hoch. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Ja, erstmal checken, wie das überhaupt gedacht ist, wo wir hier hin müssen. Vielleicht hier irgendwo hoch? Ah, hier innen. Schau doch mal. Da schaut's aus, als müsste man das nehmen. Komm, hoch. Kiste, habe ich gehört. Aber nicht gesehen. Ja, vielleicht über uns. Okay, zwei Schalter müssen wir öffnen, um dorthin zu kommen. Mal schauen, ob das hier auch wieder so ein, ja, Zeitschluss ist oder ob das... auch schon wieder so zeitschlossmäßig. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kiste gehört habe. Oder ob das der Schalter war, das kann natürlich auch sein, ne? Dass das der... So, hier runter, so gerade wie möglich. Perfekt. Eine Wache. Zwei, da hinten ein gepanzerter. Drei. Da hoch, okay. Ja, mindestens drei, eine gepanzerte Wache.
Hey, der stört schon mal nicht. Oh. Wo ist? Da! Hey, Nummer 2 auch gleich erledigt. Da unten sind aber noch 3 Leute, ne? Laut Karte. Ich glaube, ich werde den mal hier wegtragen. Pack die mal hier hinter, falls wir hier irgendwas triggern und oder hier unten wer langläuft, dass er nicht gleich die Bodies sieht, weil da werden die dann auch getriggert. So, zack. Die gepanzerte Wache. Er war doch eben noch hier. Okay, wenigstens die gepanzerte Wache haben wir relativ schnell rausgenommen. Ja, keine Ahnung, warum hier Pferde eingesperrt sind. Da hoch sollen wir, ne? Ja. Das ist auch ein Pferd, okay. So, nächster Abschnitt. Mhm. Kammer finden. Grabkammer finden quasi. So, schauen wir mal, was hier passiert. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das Ding auch schließt. Ja, schließt sich, okay. Wir haben ein bisschen Zeit, jetzt nicht unendlich viel. Nice. Im zweiten Versuch. Im ersten habe ich eigentlich nur geschaut, um ein bisschen zu, ja, zu checken, wie viel Zeit wir in etwa haben. Nice, damit haben wir den sein Siegel. Okay, da geht's raus. Aber wir haben ja noch 3 Kisten, die wir looten wollen. Da geht's raus. Oder sogar noch ein Hebel. Wahrscheinlich der Hebel öffnet die Klappe, ne? Nö. Ach, damit hätten wir dann das quasi offen. Ich will gerne nochmal schauen, ob hier oben nicht noch eine Kiste liegt, weil es war schon irgendwie verdächtig, dass hier oben... Kommt man da hoch? Das ist die Frage, ne? Ne?
Als Entwickler hätte ich ja dort was versteckt, na, deswegen. Also es ist schon sehr, ja, wie sagt man es? Sehr obvious, dass hier was sein könnte. Ob das was ist, weiß ich nicht. Okay. Leider nicht, aber wir haben es versucht, Leute. Wir haben es versucht. Das kann dann natürlich auch sein, dass hier irgendwas ist noch, ne? Und hier sind wir gekommen. Ah, ich glaube, wir haben alles. Okay, dann ab. Ab nach draußen. Kaching. So, theoretisch müssten wir ja einmal noch mal nach Hause, um ja unsere Bank zu leeren. Aha, da drüben kommen wir raus. Auch maximal unauffällig da, na, aber gut. So, das plündern. Dann schauen wir mal zum Schmied. Könnten wahrscheinlich ein paar Reparaturen gebrauchen. Ja. Rüstungen. Was Neues? Ne, gibt nichts. Waffen. Offiziers. Mhm. Hier kann ich das jetzt auswählen. Hier kann ich das auswählen. Beim Waffenhändler kann ich das auswählen, oder? Ja. Jetzt habe ich das gekauft, ausgerüstet, aber ich würde gerne das auswählen. Nee. Kleine Waffen, ja. Okay, das brauchen wir erstmal nicht. So, wo ist jetzt hier das Plakat? Ja, es sind halt doch 500 Tacken, ne? Ja. Ja, dafür waren wir deutlich zu langsam. Keine Ahnung, wo der hin ist, der Dude. Wahrscheinlich da irgendwo runtergesprungen und ja. Ach, hier draußen ist auch noch ein Aussichtspunkt. Okay, dann machen wir einmal kurz die Reise nach Hause. Weil ich glaube, wir können nur 50 oder 60.000 sammeln und wir haben jetzt aber schon, glaube ich, 40 oder 50 auf dem Konto. So, die 300 nehmen wir jetzt einmal zum Reisen. Und zwar in die Villa. Aber jetzt haben wir den Säbel ausgerüstet, ne? Den Offizierssäbel.
Healing. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das Beste. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Wir könnten auch die... Oh. Oh, da oben. Komme ich da hin? Auf jeden Fall irgendeinen Code. Ja. Warte mal, 2012. Am 21.12.2012 wurde da der nächste Teil veröffentlicht. Weiß ich gar nicht. Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Unendliches Wissen, Datenbank freigegeben. Okay. Ihre offenen Münder verurteilen den Kuss des Todes. Mhm. Müssen wir jetzt wieder den Edenapfel suchen? Vielleicht hier? Oder hier drin? Das da, da ist doch was, oder? Oh, führt die Jugend zu ihrem Ende. Mitglied der 2. Infanteriedivision unter MG-Beschuss in den Außenbezirken von Brest, Frankreich vor. Ah, okay. Achso, wir sollen hier wieder was suchen. Hier oben vielleicht? Nee. Hier ist was. Die Flamme aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Das sehe ich schon hier. Unionstruppen in Formation Beaufort, Südkalifornien. Bürgerkrieg, amerikanischer Bürgerkrieg. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Die erste Abbildung einer Schusswaffe. Chinesen. Was sollen wir hier suchen? Was? Die Fratze, dachte ich erst. Ja, das vielleicht den Apfel wieder? Nee. Die erste Abbildung einer Waffe. Das? Ja, das ist wahrscheinlich die Waffe gemeint. Ach, hier ist der Edenapfel. Edensplitter 4. Passwort gefunden. 72114. Okay. Damit bekommen wir das nächste Fragment. Oh, das laufen auf jeden Fall Menschen. Das ist von davor. Mhm, okay. Könnten von den ISOs sein, ne? Aber ich glaube, Dinger haben wir keine gefunden, ne? Keine hier für die Sockel, ne? Wir haben, glaube ich, keine Sockel. Wir könnten nur unten Dinge reingeben. Na, wie heißt... Genau, Siegel. Haben wir hier. Also wirklich weiter sind wir da auch noch nicht gekommen. So, plündern wir hier mal. Naja, 4000 Dings. Ich glaube, bauen können wir nichts mehr. Buongiorno. Salute, Buongiorno. Sollen wir uns die Liste anschauen?
Na, hier haben wir alles aufgebaut. Sehr gut. So, schauen wir mal, was die sagt. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Genau, damit haben wir Geschäfte, haben wir alles. Renovierungen haben wir alles. Sammlungen, da müssen wir halt ja, die ganzen Collectibles suchen. Modelle, Siegel. Genau, zwei Siegel haben wir, glaube ich, wieder. Das heißt, wir könnten da nochmal nachlegen. Rüstungen. Und wir machen jetzt 11.000 alle zwei Minuten und wir können aber nur 44.000 einlegen, also. Okay. Das heißt, wir waren eigentlich voll, ne? Deswegen war es gar nicht so schlecht, erstmal hier reinzugehen. Codex-Seite werden wir gleich checken. Ich will hier noch die Siegel reingeben. So. Mal sehen. Ja. Das Siegel haben wir schon. So. Und hier drüben müssten wir noch eines haben. Das haben wir. Ich glaube, das haben wir nicht. Nein, das haben wir noch nicht. Genau, zwei Siegel fehlen uns noch. Dann kommen wir hier an die Kutter. Codexwand. Aber kann ich das irgendwie auch Sachen da reingeben? Weil ich glaube, wir haben schon einige Codex-Seiten wieder gefunden, aber ach, okay, jetzt, naja, jetzt haben wir das aufgefüllt. Ja. Ist halt super, super spekulativ, wie das jetzt dann wirklich ist, da wir ja noch nicht alles haben, ne? Alle Seiten. Ja, das würde ich sogar so lassen, das vielleicht so. Ja, hier oben könnte auf jeden Fall ein Fehler sein. Ja, glaube ich, würde es so lassen. Hier passt auch irgendwie, gefühlt passt es noch nicht, aber ja, vielleicht so. Ja, okay. 18 Seiten haben wir jetzt. Ja. Ja, gut. Gut, das. Federn könnten wir noch schauen, ob wir ein paar abgeben. Ich glaube, wir haben aber nur eine oder so bekommen. Also wir haben jetzt nicht ultra viele Federn bekommen. Ja, ich glaube, eine ist dazugekommen. Ja, 18 hatten wir, jetzt haben wir 19. Aber hier fühlt es sich auch langsam, ne? Mit Bildern. Ja, Erinnerungen würde ich das dann nennen, ne? Wo wir dann hier einfach quasi speichern in den Bildern. Ja, nice, nice, nice. Okay. Dann zurück. Komm, Freunde. Diese neuen Minen machen meine Metallwaren. Ihr wollt alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen.
Ja, da haben wir auch fast gar keine Zeit verbraucht, nur um die Sachen auszulernen. Florenz? Nee, dahin wollen wir. Ach, da können wir uns auf die andere Seite porten. Aber ich würde gerne hier unten dann weiter die Map aufdecken. Weil hier unten waren auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ja für mich das irgendwie interessant machen, noch da mal rein zu oder hinzugehen. Einfach damit wir die Sachen abfrühstücken. So, wir suchen die Kiste. Aber dass es halt nochmal so eine riesige Karte ist, hätte ich gar nicht gedacht, ne? Aber nice. Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir da hoch? Hier kommen wir hoch. Lutsch. Dass wir erst jetzt vier oder fünf aufgemacht haben. Also aufgemacht von den Aussichtspunkten. Ich laufe mal hier an der Seite nach hinten. Eine Kiste gibt es dort unten, nächsten Aussichtspunkt. Ja, man könnte vielleicht auf das Pferd, aber die paar Meter darüber, meine ich, ob sich das wirklich auszahlt. Ja, gehen wir gleich in die Richtung. So. Ja, ich glaube, ich würde hier gerne in die Stadt wieder rein, wenn das möglich ist. Schaut jetzt aber nicht so aus, ne? Könnte man hier irgendwie in die Stadt rein? Ja, vielleicht da unten mit dem Schiff, aber da waren Tore, ne? Aber ich würde gerne mal versuchen, ob wir hier reintauchen können. Nochmal die Tauchoption ziehen. Ja, ja, tauchen können wir, glaube ich. Ja, ja, perfekt. Ja, der Dude ist mir jetzt egal, ne, aber... So, zack.
Was ist hier ein Auftrag, ne? Jo, hier ist ein Auftrag. Was ist hier noch versteckt? Schneider. Achso, Schneider und Schatz. Ja, okay, perfekt. Der Republik, allen neuen Rekruten einen Bonus von 3 extra Quattrini pro Jahr. Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagge landen vom Monte Polo. Ihre Sinn. So, dann auf zu der Codex-Seite, die wird ja hier irgendwo bewacht, ne? Oh. Habe ich ihn? Na, ich glaube nicht, oder? Na doch, das war er. Nice. So, in die Richtung irgendwo. Okay, ist auf der anderen Seite wahrscheinlich vom Haus. Seine schändliche, widerliche, schmeckende Existenz. Pio del Cielo, er ist wahnsinnig. Ach, bitte. So, das kommt schon mal weg. Der hat ja richtig geil funktioniert, der Eingriff. Bin hier bei euch. Dieses Mal entkommt er nicht. Hier war doch noch wer. Okay, der rennt. Sehr gut. So, damit haben wir die nächste Codex-Seite. Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Hat jemand meinen Gehilfen? Er kommt sofort! Jetzt stirbst du! So, ich setze mich mal auf die Bank. Damit sollten wir erstmal, ja, unsere Angreifer loswerden. Okay, damit haben wir das. Der Mörder besudelt die Grundfesten unserer Stadt mit seiner Anwesenheit. So, wo ist hier die Kiste? Oh. Na, plündern bitte. So, die nächste Kiste ist da drüben irgendwo. Es kann schon sein, dass wir da irgendwie auf die Mauer rauf müssen. Oh, ich sehe eine Feder. Für das, dass wir noch nichts haben, dass wir die Federn finden, sondern alle bis jetzt so eher so zufällig waren, haben wir jetzt 20 Federn schon, ne? 20%. So, das haben wir. In seine Kiste. Da drüben noch eine Feder. Sehr gut. Ja, ich habe nur gesehen, dass hier so eine Wand, also so ein Seil ist, wo wir hier rüberklettern können. So, und die Kiste war hier unten. Attention.
Ah, hier kommen wir hoch. Na, komm. So, das heißt, wir haben jetzt hier den Süden der City relativ gut geklärt, würde ich sagen. Das heißt, wir können jetzt hier rüber gehen und den nächsten Schatz einsacken. Ich sehe es. Kommt, liebe Leute, seht die neuesten Kreationen des besten Schneiders. Mir. So, wo ist hier das Plakat? Ah, sogar noch weiter weg, wahrscheinlich da hinten. Dann sind wir wenigstens fast auf Null. Ah, wir sind sogar auf Null. Sehr gut. Oh, ich sehe wieder was. Halt nicht nur das Schiff, sondern da oben ist noch eine Feder. Der ist wohl vom Affen gebissen worden. Verdammte Straßenakrobaten! Alle verrückt! Das ist die Frage, wie kommen wir dorthin am besten? Wahrscheinlich wieder von hinten und dann von oben drauf springen. Ja, ja, von der Seite. Da hinten ist der Schlag und da unten ist eine Kiste. Ja, okay, ich war jetzt doppelt irritiert. Was für ein Mann. Nicht wie Arrigo. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Kiste? Ist die hier drin? Das könnte auch innen sein, ne? So, hier war der... Ja, hier war der Taubenschlag. Das heißt, wir holen uns mal eine Mission. So, was ist unser Auftrag? Unsere Feinde patrouillieren in Forli. Und ich fürchte, dass sie sich bald erheben und Florenz angreifen werden. Ich will, dass ihr einige von Girolamo Riarios Männer aus der Stadtwache tötet. Das verschafft uns hoffentlich etwas mehr Zeit. Lorenzo. Wieder drei Leute. Ja, drei Leute. Ich würde hier im Süden dann anfangen. Also sogar in der Mitte waren sogar zwei Kreise. Es kann jetzt sein, dass es wirklich zwei sind, oder? So, das haben wir. Sechs, also sind sogar sechs, die wir eliminieren müssen. Also wahrscheinlich immer zwei pro Standort. Wir könnten ja reparieren, okay. Rüstungen haben wir, Waffen. Ja, wir kaufen jetzt alles, was geht, ne? Ja, langsam sind wir auf dem Punkt, wo wir wirklich dann einfach nur noch alles kaufen. Einfach, damit wir es haben. Und ich schaue nochmal hier kurz zu dem... Ah, der ist wieder auf der anderen Seite.
Die zwei wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Hier ist es, okay. Hey, das ist nicht ein privater. Beutel haben wir keine neuen, okay. Dann nächstes Mal. Ja, dann weiter, weiter. Beim Schmied haben wir gerade unser Geld ausgegeben. Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagge landen von Monte Fuggiano ihre Seelen beschmutzt. Oh nein, war jetzt kurz irritiert, dass das hier die... Ach, die sind da oben, oder was? Ja, die sind da oben auf der Mauer. Das heißt, wir müssen hier bei dem Hoch... Bei dem einen Haus konnte man ja rüberlaufen, ne? Ja. Ach bitte. Das sind so manchmal so Sachen, wo du echt verzweifelst, dass er da den Ding nimmt. So. Der eine steht und der andere läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob der läuft auf uns zulaufen kann oder ob der läuft nur weg. Würde den Laufenden zuerst machen. Glaubst du, du bist schneller als wir? Okay, okay. Ich wollte eigentlich verhindern, wenn ich den einen kille und der würde sich dann umdrehen und dann mich sehen, Alarm schlagen. Also, die Waffe brauche ich nicht. Weg. So, das heißt noch zwei Dudes machen und dann haben wir die Quest auch geschafft. Die stehen da oben, oder? Warte mal. Nein, die stehen hier oben. Hier auf dem Hausdach. Er ist hier! Oh nein, wirst du nicht! Oh. Was tut ihr denn hier? Ein paar letzte Worte für dein Weib? Okay, das war jetzt ein bisschen... Ja. Ich bin dabei, Bruder. Okay, der Säbel macht deutlich mehr Damage. Du brichst die Rillen. Wir brechen dich. Ich sehe ihn nicht mehr.
Na, lass mal ihn mal hochkommen. Ach. Wie ein Ferkel aufgespießt und auf der Piazza gegrillt. Den Rest plündern wir oben am Dach. Können wir mal Healing auffüllen? Ich glaube, den habe ich schon. Was ist hier passiert? Wo sind die Wachen? So, Medizin auch gefüllt. Sehr gut. Also hier der Herold. Naja, okay. Hier kriegen wir einen neuen Auftrag. Und hier bekommen wir das. Ein Schatz und Codex-Seiten. Ja, die Codex-Seiten sind auf jeden Fall sehr, ja, sehr anziehend. Ah, wir müssen darüber. Auf die Klinge wechseln. Kann gut sein, dass die Kisten da drin sind, da wo die. Ja. Da, auf ihn! Da halte ich mich besser aus! Wache! Okay. Codex-Seite haben wir schon mal. Und hier noch ein Schatz. Der wird außerhalb irgendwo sein. Irgendwo. Ja, vielleicht hier oben. Ja. Welcher Anmut? Effektivität. So, dann pflücken wir noch schnell das Plakat. Na, schnell ist wieder. Na doch, geht. So, wir arbeiten uns langsam echt durch die City durch. Ja, eigentlich könnten wir gleich hier rüber um die drei Sachen einsammeln. Das würde ich dann auch, glaube ich, als letzte Maßnahme quasi in der Folge noch lassen, dass wir hier die Kisten holen, die drei. Und nun stirbst du! So, das haben wir. Ah, sogar noch eine Kiste da hinten irgendwo. Ah, beeindruckend, wenn auch gewagt. Ja, es könnte auch hier irgendwo im Balkon oder irgendwas sein. Hier, aha, okay. Ja, wenn ich schon da bin, kann ich es ja mitnehmen. Komm. Es war echt super angenehm, wie wir dann den Teil von dem Umhang bekommen haben, dass wir einfach ein bisschen weniger mit dieser
Mechanik zu kämpfen haben. So, hier unten muss irgendwo noch eine Kiste sein, aber zuerst hole ich hier die Feder. So, jetzt ist die Frage, wo ist die Kiste, ne? Pardon. Ja, obwohl wir so viel Geld jetzt schon rausgehauen haben. Ja. Beutel nicht. Ja, Kleiderfärben bringt uns nichts. So, dann schauen wir kurz auf die Map. Ja, okay. Ja, dann sind wir eigentlich wieder ganz gut durch die City durch. Wir haben, glaube ich, alles gelootet. Hier oben müssen wir dann schauen, ob wir aus der City rauskommen. Ich würde dann hier in der nächsten Folge hier rüberlaufen, mal die Aussichtspunkte, dass wir hier zum nächsten Erinnerungsfetzen kommen. Weil scheinbar ist hier die Stadt zu Ende. Das vermute ich jetzt einfach einmal. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Servus.